du machen. Ich bin echt gespannt, was uns erwartet jetzt. Sieht sehr vielversprechend aus, gell? Sehr viel. Ist es auch. Die Kameras sind aktiv, ne? Denken wir an welche, gell? Da oben noch wieder. Naja, das Ding ist komplett umgestellt mit Kameras. Wir gucken jetzt erstmal den Eingang, den ich gefunden habe. Das ist ja Fort Knox, guck mal hier, Kamera 1. Ja, überall zwei, Kameras hier. Ja. Wieso, das ist auch da hinten in der Ecke sind welche. Und da hinten, ich habe jetzt alles so überall Lagecheck gemacht. Bis da hinten, ob was offen war. Das ist ja ein Hochsicherheitstrakt. Guck mit Nachtsicht. Da geht Betriebsrestaurant. Das ist ja Betriebsrestaurant. Bald darin kannst du auch entsorgen hier. Warte mal, jetzt aber das Ding. Was? Der Alarm ist aus. Ich dachte, das Ding ist nicht alarmgesichert hier. Nee. Ich hoffe nicht. Jetzt sind wir hier im Betrieb. Kleiner ist, kommt der da nicht dran. Das stimmt, ja. Oder wurde. Nee, das war er selbst bedient. Guck mal, da ist sogar noch Besteck drin. Alles noch drin. Gabel, Löffel, Zahnstocher. Darf ich nicht filmen, was da war. Wer ist die? Wahnsinn, alles noch da. Die Tabletten. Oh, unberührt. Unberührt. Sehr schön. Was? Oh. Du riechst nach Pommes ein bisschen, gell? Dass das Ding noch funktioniert. Nee, ich denk mal. Nee, der Strom läuft ja noch. Strom läuft ja noch. Nee. Weil nur da und so. Ja. Hier steht auch noch Zeug rum, ey. Wie lange ist das Objekt hier verlassen? Das ist schon ein paar Jahre. 5, 6 Jahre, glaube ich. Ein recht guter Zustand, muss ich sagen. Kühlschrank. Noch so Bodydinger gekriegt, hä? Ja. Da weißt du, wie teuer der ist? Du kriegst so einen Mixer, kostet ja schon 70, 80 Euro, wenn du dir einen Gescheit. Und das ist so ein Profiteil da, glaube ich. Rotor.
Willst du mal wissen, ob der noch funktioniert? Wollen wir ausprobieren? Nee. Was haben wir hier? Bohnenkraut, Muskatmus gemahlen, Thymian. Ich glaube, die Kartoffeln und Pommes und sowas. Wiesenfritteuse. Ja. Aber hier noch eine relativ saubere, ne? Noch, ja. Würze. Richtig kantig. Ich kann das verlassen und vorher sauber gemacht. So wie es gehört. Guck mal, hinten sind die Teller noch alle auf dem Tisch. Wollen wir mal einen Skandal? Ach, guck mal, Fenster, okay. Nee, da gehe ich nicht dran, lauter Spinnen, danke. Ganz viele Schlüssel. Ganz viele Schlüssel, ne? Steckkasten. Einer ist der Punkt, das ist so. Herren, Umkleide. Das findest du ein Leben lang, ne? Geht der Strom noch? Ey, der Beton, ein bisschen funktioniert noch, ja. Komm, die kleine Runde. Ja, guck, siehst du da den Punkt? No Signal, guck. Okay, ich mach ihn wieder aus. Der geht wirklich noch. Da müsste das Licht noch gehen. Ja, guck. Der Gläser, der Kaffee kann nochmal dazwischen. Geschirr. Ein typisches Standardgeschirr, oder? Ja, klar. Obwohl, du bist kaum krank, dieses Standardgeschirr. Was ein Ware? Was ein Ware halt? Du musst aber glauben, so ein Karton Standardgeschirr ist nicht gut. Ich habe mal gesehen, bei mir auf der Arbeit, so, hast du auch so Tassen bestellt. Was das kostet? Witzenhof Kristall. Ja. Doch, Witzenhof. Witzenhof. Witzenhof, ja. Kühlhaus brennt noch Licht. Das heißt, wenn wir die anmachen, theoretisch könnten wir die Küche zum Laufen bringen. Lass uns erst zu essen gekommen. Okay. Das ganze Gebäude. Das ganze Gebäude. Wo sind wir gerade? Bestimmt hier oben in der Ecke irgendwo. Und das haben wir alles noch vor uns. Obwohl, dem der das Licht. Obwohl, da steht Hauptküche. Da befinden wir uns ja, oder? Ich würde sagen, ja. Wo dem der das so zeichnen kann, ey. Oder gibt es noch mehrere Küchen? Mit Geschirr und Salatschüsseln. Also ich muss ja wirklich sagen, ich bin jetzt mal nicht so am Schauen, wie man diesen Teller findet. Das ist schon nicht schlecht, oder? Ja, das ist nicht schlecht. Also ich finde das jetzt kein so ein Schlimm. Ich finde, dass das nur für eine Kantine war. Pause machen und guck mal hier die Spinnweben. Spinnweben und am Stuhl. Das muss schon lang leer. Aber gut, der steht ja schon ewig leer. Ja. Das weiß ich ja. So eine Art Außenbereich meinst du? Das ist ein Wintergarten. So, ein Wintergarten. So schön. Ne? Was, gell? Ich finde es ja schon ein bisschen unheimlich, gell? Ja, irgendwie, gell? Man hört nichts. Man hört nichts. Und hier konntest du überall essen. Gäste, ne? Restaurant, Gäste. So, die sich Mühe gegeben haben, dass die Leute sich hier wohlgefühlt haben, gell? Die haben auch gut verdient, glaube ich, hier, die hier gearbeitet haben. Ich arbeite, dass die Katze froh ist, einen Stuhl hat. Mhm. Das ist. Sehen zwar nicht ganz so bequem aus, die Stühle, aber gut, ich weiß, besser als nichts. Besser als nichts, ne? Besser als nichts. Ich finde es immer gut, wenn sowieso die Betriebe eine Kantine haben. Was essen kannst, ne? Das Essen schmeckt zwar nicht so wirklich gut, aber besser als nichts, wie gesagt. Ja. Riechst du das? Die riecht nach kaltem Rauch. Ja, weil die geraucht haben hier, guck. Oh, ja, riecht man immer noch, gell? Und das Geld hier.
Ist auch wieder ein Kaffeeautomat, ne? Wie im VA noch. Was wie teuer das Kaffeeteil da ist? Da hängt dann die Toilette, wo ich sein Ding nochmal zurück. Also ich starte die nicht runter. Sieht so aus, gell? Ja, ja. Wie man zu Kaffee? Was ich vermisse, wo hast du dann deine Getränke gekriegt? Kaffee? Was hast du deine Cola gekriegt? Da unten nehme ich an. Ja. Hier. Ja, weiter rauchen im Bereich. Ekelhaft. Boah. Aber auch schön dekoriert, gell? Ja, ja. Ist zwar alles IKEA-Style, aber. Naja. Unten steht ein Auto. Ja, ja. Und zweitens, hast du das gesehen? Ja, ja, ich hab's gesehen. Urwechsel oder was meinst du? Keine Ahnung. Die ja. Stehen jetzt da. Auf jeden Fall hat der Typ ihn schon gesehen. Ich will auch sagen, der Statismus. Gesehen hat er am Show ist auch schon. Keine Ahnung. Aber der liest Zeitung. Der liest Zeitung? Ist der alleine? Der liest Zeitung. Ich meine, da hat. Das sitzt noch. Doch, die sind zu zweit. Ja. Aber die macht schon keinen Stand. Die sitzen da drin, die haben nicht die Bullen gerufen oder so. Glaube ich nicht. Und wir sind. Na, hier geht's hoch. Guck mal. Also Ebene 5 sind wir jetzt. Ja, auch irgendwelche Räume. Büros nehme ich an, oder? Ah ja, guck mal, ja. Konferenz oder das Konferenzraum? Ja. Licht geht auch noch. Verrückt, gell? So, Licht haben wir auch schon mal genug. Guck mal bitte wieder Stühle. Guck mal hier, wie es hier aussieht, du. Konferenzraum. Und vor allem mega bequeme Stühle. Gut auskommen jetzt. Schön bequeme Stühle, ihr habt die Chefbesprechungen. Nur Getränkeservice. Konzept. Halbes Telefon gehabt. 1300. Bitte. Drei Cola, bitte. Drei Cola, bitte. Danke, Susi. Funktioniert das Telefon noch? Na, ich glaube nicht. Was haben wir denn? Okay. Meine läuft. Dann nimm du Platz. Rechts oder links. Orientiere dich da mit deiner politischen Gesinnung. Füße hoch. Das, guck mal, das ist Foyer. Hier, guck mal. Na, endlich. Da haben wir es ja. Junge, dann gehen wir mal hin. Guck mal. Bewusstlos gesucht haben wir uns. Aber wirklich, ey. Thank you.
Aufzug wie im Hotel, gell? Ja. Was kann da drauf? Ich denke schon. Mach dir nichts. Ich hab Schiss. Nee. Das ist. Der Aufzug ist arretiert, da passiert nichts. Also so ein Aufzug wiegt ein paar Tonnen. Jetzt uns noch dazu. Ja, aber das einer, das macht nichts. Aber einer reicht. Ja. Das Rote. Okay. Schwenkel blockieren. Das ist, was du hier machen kannst. Halle Lichtkuppel, Stufe 2. Hör mal. Was sind? Blumenstrahlen. Oh, Blumenstrahlen. Schranke auspacken, so hoch machen. Mach mal die Tür vorne zu. Was man, mach nicht, mach da gar nichts. Aber hier kannst du. Der Schaltpunkt ist schon ewig alt, weil es sehr neu ist. Das sieht man ja auch. Ach, der. Das Telefon geht noch. Okay. Es geht noch. Müllzentrale hier. Aha. Geht's weiter? Das ist die Tiefgarage, ja. Das ist die Garage. Ja. Wollen wir noch hin, also? Nichts mehr hin, oder? Hier geht's runter, ja. Hier ist nicht stecken, oder? Das Licht noch, du. Ja, krass, gell? Boah, Ding. Warum ist die Kamera? Ich hoffe, dass sie dich ansieht. Ob die noch aktiv ist, ne? Ich stehe nicht von euch. Das sind überall Kameras. Und? Boah, so ein bisschen wie ein Krankenhaus ohne, gell? Also jetzt die Räume davon. Das Ding ist riesig. Auftragsdokumentation, Kopierstelle. Ja.
eingerichteter Schuh. Nee. Den Europa League, glaube ich. Ja. Ja. Aber viele Rollen, viele Schulungsfallen. Und diese Schränke. Ah, die zum Drehen. Licht haben wir. Aber nicht dumm, komplett. Geht die Tür da auf? Geht ab. Jo. Hier steht Archiv drauf. Muss ich schon immer betreten, ne? Wenn du jetzt an den Kamm nimmst, dann schiebst du die anderen auch mit auf. Aber wirklich alles ausgeräumt und dann den Scheiß aufgemacht.